Hallo und herzlich willkommen zurück zu Fischers Reisen. Und wenn ihr jetzt denkt, oh, jetzt quatscht er schon wieder über Hühner. Ja, wir wollen die Hühner heute mal ein bisschen in ein anderes Licht drücken. Das sind nämlich nicht nur diese Haustiere, die man praktisch, naja, eben so kennt. Klar kennt man sie. Aber wir wollen sie mal ein bisschen anders beleuchten. Und vielleicht auch ein kleines bisschen in ein anderes Licht drücken. Was ist denn zu den Hühnern zu sagen? Also man muss erstmal zu den Hühnern sagen, dass die eigentlich das häufigste Haustier des Menschen sind. Was kann man noch sagen? Im Prinzip gibt es sie seit Hunderten von Jahren in menschlicher Obhut. Und sie legen natürlich Eier und das Fleisch wird natürlich auch verzehrt. Stammform ist es beim Kiwahuhn. Die sehen überhaupt nicht so aus wie die hier, wie diese Zwerg-New-Hampshire oder diese Zwerg-Wyandotten, die wir hier sehen, sondern die sehen ganz anders aus. Viel bunter, aber auch kleiner. Ne? Wobei das sind Zwerghühner, also ungefähr die Größe hier, können sie schon haben, wie diese Henne hier. Was muss man noch zum Bankiva-Huhn sagen? Es lebt in Süd- und Südostasien. Das Huhn ist das häufigste Haustier des Menschen. Ja? Es gibt weltweit schätzungsweise 20 Milliarden Individuen. Das ist also eine riesengroße Menge. Und schätzungsweise werden jedes Jahr davon 45 Milliarden geschlachtet. Hängt natürlich damit zusammen, dass Hühner sehr zeitig ihr Schlachtgewicht erreichen, innerhalb von wenigen Wochen. Und das Krähen des Hahns ist natürlich ganz typisch, jeder kennt's. Hennen, die Küken führen, bezeichnet man auch als Glucken. Und allein in Europa gibt es 180 Hühnerrassen. Das hier sind also zwei davon. Was die dort gerade veranstalten, weiß ich nicht. Und ganz klar, man muss Hühner aber auch mal ein bisschen anders betrachten. Hühner gehören zu den Vögeln. Klar, das sieht man schon an Federn. Und tatsächlich sind aber die Vögel die modernste Tierklasse überhaupt. Die gibt es seit dem Oberjura erst. Das klingt natürlich alt. Das war vor 150 Millionen Jahren zur Zeit der Dinosaurier. Aber Reptilien, Amphibien und auch Säugetiere, natürlich auch Fische, gibt es schon wesentlich länger. Und somit sind eigentlich Vögel die modernste Tierklasse. Und das einzige Mal im Eozän, vor ca. 56 Millionen Jahren, standen sogar Vögel an der Spitze der Nahrungspyramide. Und Vögel sind eigentlich aus kleinen Raubdinosauriern hervorgegangen. Und wenn man sich die Füße vom Hühnern ansieht, und wer schon mal Jurassic Park gesehen hat, so unähnlich wie im T-Rex oder im Raptor sehen die eigentlich gar nicht aus. Und wir sehen Hühner jetzt natürlich klar, Eierlieferanten, Chicken Wing Lieferanten und Goldbräuler aus der DDR kennen sicherlich auch manche noch. Und man sieht schon, Hühner sind sich nicht immer einig. Und vielleicht wechseln wir einfach mal von der Vogelperspektive, wie wir Hühner essen würden, in die Froschperspektive. Und ein Huhn von oben, von unten zu sehen, ist schon ein bisschen unheimlicher. Mal gucken, ob es funktioniert. Ich habe ein bisschen was mitgebracht. Und vielleicht sehen wir mal, wenn wir die Hühner von unten sehen. Tick, 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 tick. Wie das eigentlich so aussieht. Also ein Huhn von unten ist schon ein bisschen unheimlicher, wenn man das mal so sieht. Die Zwergwyandotte hier, die wir hier sehen, die silbernen, gibt es ungefähr seit 1906 in Deutschland. Und das ist eine klassische Rasse aus den USA. Die Zwerg-New-Hampshire ungefähr so ähnlich, die braunen hier. Die fressen jetzt gerade Mehlwürmer. Hühner fressen aber nicht nur kleine Insekten, die, wenn die eine Maus überwinden können, fressen die auch durchaus mal eine Maus oder einen kleinen Vogel, wenn der nicht rechtzeitig abhaut. Naja, nochmal so viel dazu zum Haushuhn. Ne? Also im Prinzip haben wir hier kleine Dinos. Ja. Die
von Menschen gerne gegessen werden. Aber die auch gar nicht so, für kleinere Tiere, die viel kleiner sind, gar nicht so ungefährlich sind. Ne? Also. Ja. Und streitlustig sind sie auch. Gut, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen was Neues über Hühner erzählen. Und vielleicht sind sie ja doch gar nicht so langweilige Viecher, ne, die nur gegessen werden. Sondern ihr habt was Neues dazu gelernt. Und wenn das so ist, dann war das schon mal viel wert. Ne? Also, ganz klar, bleibt fasziniert, bleibt dabei und bleibt gesund.